Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Origins. Wir sind jetzt in der Wüstennacht und das müsste das Peach-Level der Wüste sein. Jupp. So. Das ist interessant, man sieht die Podubus. Podubus, oder wie auch immer man es ausspricht. Jetzt schon so. Man kann praktisch abschätzen, wann die hochkommen. Wah! Gib mir den Pilz. Ist das ein Geisterspawner? Okay. Ich habe ja jetzt gelernt, dass ich da runterfallen kann. Ja. Ich habe ja jetzt gelernt, dass die Podubus heißen oder so, keine Ahnung. Wobei mir eigentlich immer sicher war, dass es Podubu heißt. Naja, was soll's. Man lernt ja nie aus. So. So, ja, das ist offensichtlich ein Geisterspawner. So, aber ich kann keinen Spinjump machen. Mit Peach. Das heißt, ich muss hier mit Anlauf rüber. Ja. Okay. Gut, ich wollte wissen, ob der Kaktus mich trifft. Oh, ouch. Oh mein Gott. Wie viele Geisterspawner sind das? Sehr übel. Okay. Runter da. Oh. Also, ich habe jetzt ein klitzekleines bisschen ja, weg. Danke. Nicht. Kommt mir nicht nach. Okay. Hier brauche ich das Springboard offensichtlich. Gut. Und dann ist da ein Mittelpunkt. Den habe ich recht freaks erreicht. So. Eine Peachblume. Rosa und die kann auch ihre Feuerbälle halten, okay. Rosa Peach Feuerbälle. Oh, ich kann hier rein. Ah. Das ist ja cool. So. Das ist Super Mario Bros. 1 Underground Musik. Und hier ist ein Springboard, was ich offensichtlich brauche. Das heißt, es ist Pflicht hier reinzugehen. Nee, es ist nicht Pflicht, hier reinzugehen. Das Springboard ist zum Rauskommen, glaube ich. Das ist einfach nur ein Bonusraum, okay. Cool. Auch mal was. Oh! Oh. Okay. Wie wir gerade erfahren haben, die Teile gehen scheinbar mit der Zeit runter, nachdem ich sie betreten habe. Das heißt, ich möchte, wenn es geht, sie resetten. Ja, geht, okay. Das finde ich gut gemacht, dass du hier praktisch dadurch eine Reset-Röhre reingebaut hast. Okay. Gut. Geschafft. Verpiss dich. So. Oh. Wow. Das war. Wow. Knapp. Es war mir so klar, dass das passiert. Ja. Okay. Disco. Koopa, den ich nicht töten kann. Weil Peach unfähig dafür ist. Gut, Schlüssel für die Tür. Oder die Barriere. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das eine Tür ist. So, für mich waren das schon in Zelda 2 Türen. Also sind es für mich auch jetzt noch Türen. Was zur Hölle? Ich krieg die nicht damit nicht tot, oder was? Na gut, dann tun wir sie halt einfach nur umgehen. Okay. Das sieht aber allerdings ziemlich interessant aus. Diese Sanddünen hier. Wie ist das Level irgendwas mit Nacht, ne? Oh, Wüstennacht hieß es, glaube ich. Können wir ja gleich nochmal nachgucken. Wir haben es nämlich geschafft. Ja, Wüstennacht. Und jetzt müsste es zum Schloss gehen. Jo. Etwas umständlicher Weg dafür, aber ja, so hat man natürlich die ganze Karte ausgenutzt. Okay, Schloss Nummer 3. Natürlich wieder Link. Der immer noch der Feuerlink ist. Und da oben brauche ich anscheinend einen Schalter und einen Schlüssel, oder was?
Was gibt's hier? Ein Herzteil. Es ist ein interessantes Schloss. Ich habe jetzt gar nicht nach dem Namen des Schlosses geguckt, aber da ich nicht davon ausgehe, dass ich es First Way packe, schon allein dadurch, dass die Hitbox dieser Stacheln recht interessant ist. Kann ich da lang? Okay, das Ding ist also eine Falle. Gut. Also fangen wir direkt so an, wie praktisch es, denke ich mal, geplant ist. Ich finde es ein bisschen gemein, dass du dann da so einen roten Rubin hingesetzt hast, wenn man den sowieso nicht erreichen kann. So. Hier vorsichtig. Ich habe jetzt wieder nicht nach dem Namen des Levels geguckt, ne? In solchen Dingern kann man nicht rein, glaube ich. So. Oh boah, ist das lahmarschig, bis man da durch ist. Okay, den Typen kann ich besiegen. So, muss ich jetzt nach oben oder muss ich nach unten? Wir gucken erstmal nach oben. Offensichtlich ist das der richtige Weg. Ist das ein nerviger. Okay, ich glaube, man kann es so ein bisschen schneller machen. Nein. Okay, ich glaube, das geht gar nicht. Muss bestimmt unten lang, oder? Peter sagt mir, dass es unten lang ist. Wenn ich da oben lang muss, wäre ja scheiße. Nein, oder? Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Oh, ernsthaft? Ich kenne übrigens die Musik wieder nicht. So. Autsch. Hat das Vieh mich doch noch getrollt. Das kann ich nicht akzeptieren. Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Autsch. Okay, jetzt möchte ich sehen, wie dieses Schloss heißt. Sandburg, okay. Wow. Das ist ein kreativer Wüstenname. Wüsten-Dungeon-Name. Naja. Okay. Ha. Damit hast du nicht gerechnet, du springendes Wuselwix. So, was auch immer du bist. Schleimoid oder keine Ahnung. So. Okay. Ich glaube, so ungefähr soll man das machen. So. Gott. Nein. Okay. Puh, geschafft. Gut. Und jetzt, das sieht aus wie eine römische 1. Ist das vielleicht der erste Weg, den ich gehen muss? Da unten könnte wieder eine Falle sein. Hä? War das jetzt wegen der Leiter? Tatsächlich, deswegen der Leiter. Autsch.
Lol, wo hatte ich eigentlich das zweite Herz, ja? Ah, das ist der Schalter, den ich umdrehen musste. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Okay. Was ist hinter dieser Tür? Autsch. Okay. Okay. Nichts drin. Okay. Okay. Das ist cool gemacht, muss ich ja sagen. Oh, fuck, 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 fuck. Geht dann nach oben. Okay. Okay. Gut. Dich hätte ich erledigt. Dich auch. So. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Dam, 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 dam. So, da ist der Schlüssel. Okay, und jetzt wieder zurück den ganzen Weg. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass ich es mir da verbaut habe, weil ich da hinten so viel aufgemacht habe. Das wäre scheiße. Oh, wow. Oh, wow. Nein, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh, das soll man auch wissen, oder was? Och, Mann. Wieso muss ich immer irgendwelche Stellen finden, wo ich nicht weiterkomme, weil man irgendwie es nicht wissen kann. Gut, es ist kein Dead End. Ich kann mich sterben lassen. Aber das soll man nur riechen, dass man zurück muss. Ich kann den Vieh auch nicht mitnehmen. Nee, der macht nur das hier. Och, komm. Gut, dann töte ich mich halt. Das mag ich nicht. Ich hätte wenigstens irgendeinen Hinweis darauf machen können. Oder, weil die spawnen ja auch wieder nicht. Das ist auch so blöd gemacht. So. Och nein! Na, ein Glück, dass ich mich nicht aufrege. Das würde mich jetzt ziemlich aufregen. Oh, komm schon. So. Oh, was? Ich bin Oh, komm schon. So langsam machen mir die Hitboxen dieser Stacheln. Verarschen einen doch. Vor allem, ich bin jetzt auch ein bisschen ungeduldig, weil ich will schon dann dieses Level jetzt auch packen. Das kann ja nicht Sinn. Das Level davor war ultra einfach für die bisherigen Level-Schwierigkeit. Also das war mal wirklich von dem Peach-Niveau her. Boah, ja natürlich triffst du mich. Das war für die Peach-Level-Niveau bisher war es echt das Leichteste. Das hätte in Welt 1 reingekonnt. Wenn es thematisch natürlich nicht gepasst hätte. Und ansonsten. Plötzlich kommt wieder so ein Abfuck-Level oder was? So,
Aber ich glaube, das hier ist für den Rückweg wohlgemerkt. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, hier wieder hoch zu jumpen. So. Okay. Einmal den Schalter hier aktivieren, damit es getan wäre. So. Hier kenne ich mich ja jetzt aus. So. Also, merken. Nicht alle kaputt machen. Lieber so ganz, ganz wenig kaputt machen. Oh, komm schon! Was? Wirklich? Musste das jetzt sein? Link, bitte! Also das war echt jetzt nicht notwendig. Es war so ein unnötiger Tod. Und vor allem auch, wenn ich schon wieder so weit bin. Ich hoffe ja, dass danach der Mittelpunkt kommt. Oh, na super, Pferd. Kacke. Diese Sandteile mag ich nicht. Die sind scheiße zum Hochklettern. So. Klar. Oh, wow. Klar, ich muss sagen, die Idee fand ich ja genial. Also. Mit dem Sand. Dass es mit Link so easy geht, das aufzumachen. Aber das Problem ist, das ist halt nicht alles. Da muss man ja auch noch dann mit klarkommen können, dass man dann, ja, man muss halt wissen, dass man wieder hoch muss. Es hätte ja unten noch eine Tür sein können, die mich dann weiterführt. Das kann ich ja alles nicht riechen. Und hier habe ich nur ein einziges HP-Punkt-Vieh-Teil. Ich weiß gar nicht, wo ich vorhin diese ganzen drei Leben her hatte. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Na, ich will nicht zwei wegmachen. So. Nicht verkacken. Danke, 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 danke. Ey, was machst du denn schon wieder, Link? So. Ach, ja. So. Oh, das war aber echt knapp jetzt gerade. So. Okay, und den Rückweg antreten. Wie gesagt, das kann man nicht wissen. Es wäre cool gewesen, wäre hier ein Schild oder sowas, dass der Sand nicht respawnt. Okay, das war gut. Oh. Oh. Danke. So, jetzt bloß keine Fehler begehen. Ich will bloß jetzt nicht noch versagen. Okay. Jetzt wollen wir dann mal wieder unsere A-Taste vergewaltigen, damit ich sie möglichst schnell kaputt kriege.
Komm schon. Oh ja, genau. Bitte noch mehr von diesen scheiß Fledermäusen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, der Name war so ähnlich wie der von den Bloopern. Okay. Ich lasse mich einfach runtertreiben. Ich glaube, das ist sicherer, wenn ich sehe, wo ich hinkomme. Weil hier ist bestimmt wieder diese rote Blobby. Oder auch nicht. Ach, die Gegner sind weiterhin tot. Ach du Scheiße, jetzt muss ich da noch zurück. Ich muss auf dem unteren landen. Oh, puh. Okay. Hep. Oh, danke. Danke, danke, danke. So, jetzt sag mir bitte, dass ich wieder... dass ich jetzt alles hab. So. Nein. Nein. So. So. Und rein da. Mittelpunkt. Bitte. Die Folge ist schon vorbei. So ziemlich. Aber ich mach noch, bis ich tot gehe oder bis ich schaffe. Je nachdem, was zuerst eintritt. Haha, ha, ich fühle mich hier nicht sicher bei dieser Passage. Mittelpunkt? Herz? Was? Einige Schalter verändern die Richtung der Laufbänder. Wie jetzt? Das war noch nicht. Okay. Das ist ja schön und interessant, aber... na super. Oh. Trotzdem würde ich mir so langsam einen Mittelpunkt, der geht nach rechts, okay, Mittelpunkt wünschen. Okay. Kann ich ja drauf stehen, oder was? Ja, tatsächlich. Sieht, sah irgendwie wie nach Hintergrundstuff aus. Hier muss ich das Laufband verändern. Mit dem Schalter da, oder? Okay, mal sehen. Wie weit... Oh, boah, das könnte eine lange Folge heute werden. Nee. Das hat auf jeden Fall nicht die Laufrichtung verändert. Oh, das ist schlecht. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. Oh. Okay, der geht nach links. Also... Da. Aha. Schön. Oh, das war ein Blind Jump. Okay. Einmal hier hoch. Wahrscheinlich kommt jetzt hier ein gelber Schalter oder so. Hep. Hep. Oh, wenn das jetzt so läuft, wie ich mir das denke, dann... Oh mein Gott. Dann wird das nervig. Ja, schön. Explodier halt. Ach, es war ein Gap. Es war klar. Es läuft genauso, wie ich mir das gedacht habe. What the hell? Sind die Laufbänder jetzt anders oder ist das einfach nur meine Einbildung? So. Hoch. So. Die Laufbänder sind immer noch nicht verändert. Das heißt, mit anderen Worten, es ist wirklich exakt so, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, ich darf diese Passage hier mehrmals machen. Ich muss jetzt hier nämlich nicht nochmal hoch, weil ich nämlich jetzt diesen Schalter nochmal aktivieren muss, damit ich dann nochmal zurückrenne, damit ich den anderen Schalter aktivieren muss, damit ich die Laufbänder ändern und damit ich dann nochmal zurückrenne,
Ach du Scheiße, ist ja noch schlimmer als ich dachte. Final! Warum? Und da sagst du bei mir oder bei uns, wenn wir einen Mega Man Hack machen, oh, die Bogensprünge, da mache ich lieber Safe States, weil ich habe ja schon bewiesen, dass ich es kann. Wenn ich hier die Sprünge auch schon x-mal gemacht habe, beweise ich doch auch, dass ich es kann. Warum? So, jetzt habe ich die Laufbänder gedreht. Jetzt muss ich nochmal den blauen Schalter machen, damit ich wieder an das Springboard komme. Dann muss ich nochmal den gelben Schalter machen, damit ich wieder an das andere Ding komme. Und dann nochmal. Das heißt, ich muss jetzt noch zweimal komplett nach rechts. Und einmal noch komplett nach links. Oh mein... Nee, zweimal auch nochmal komplett nach links. Alter. Final, was hast du geraucht bei dieser Burg? Würdest du bitte einfach nur hochklettern? Okay. So. Ja, der Schlüssel kommt natürlich in die richtige Richtung, das ist okay. Aber wie gesagt, ich komme halt nicht hin, weil die scheiß gelben Blöcke noch da sind. So, jetzt kann ich... Ich weiß ja inzwischen durch die... Was? Nein! Das akzeptiere ich nicht! Nein, das akzeptiere ich nicht! Sorry! Es ist eigentlich auch egal, die Folge ist eh zu Ende. Und es ist, für heute ist es ein Rage Quit. Punkt. Ciao.